Freigeschaltet. Oh mein fucking Gott, was ist das für eine geile Sequenz. Wir können also jetzt mit den Dingsbums hier, fahren. Ja, das sieht so aus. 6R zu abheben bereit. Ja, willkommen zum neuen Part von Donkey Kong Country Returns. Für den 3DS, 3DS Select, 3DS, wie auch immer. Ist egal. Ja. Wir haben, wie gesagt, was Neues freigeschaltet, nämlich das hier, das Level. Und jetzt können wir nicht mal weiterspielen. Weil ohne diese Knöpfe zu aktivieren, können wir gar nicht weitermachen. Aber egal. Ja, jetzt freue ich mich echt drauf. Hab gute Laune auf jeden Fall und jetzt haben wir viel Spaß. Ich hoffe, wir haben viel Spaß mit diesem geilen Display gerade hier noch. Wird immer geil, gleich euch immer gleich. Und die Mucke wird so richtig geil, weil die so richtig gut ist, ey. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen die Raketenlevel vergessen oder vermisst. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen, nicht viel. Alter, Verwalter, raste aus, ey, natürlich. Alter, ich liebe dieses Level einfach nur, ich liebe es einfach nur. Die Mucke ist gut und ich liebe sowas von alles. Die ist so richtig geile Mucke. Und ich muss es auf jeden Fall nochmal machen, weil ich so viel Bock habe, ey. Ich habe nochmal geahnt und will nochmal machen möchte, weil ich so gerne spiele. Level 1A. Und die Mucke. Die Mucke ist so sexy. Hier. Hört mal eben an. Die Mucke. Die ist einfach nur unfassbar gut, ey. Du bist doch geil und wir rappen bis zum geht nicht mehr und wir rappen bis zum geht nicht mehr. Wir haben Alkohol dabei und so viel Champagner schaum, dass wir nicht mehr überlegen können. Nein, das ist Spaß. Ich will aber rappen, weil es viel Spaß macht. Also echt, ich möchte es nochmal schaffen zu rappen. Dabei ist so gut, ey. Okay, let's go. Okay, gut. Die Mucke so gut und wir haben so viel Alkohol mitgenommen. Wir haben so viel Alkohol, wir haben so viel Alkohol mitgenommen. Mit Champagner, Schaumgläsern. Wir haben so viel Champagner und Alkohol besoffene Gläser mitgenommen. Und wir saufen bis so geht nicht mehr, wenn wir am einen Nachtzykluszeit haben. Oh mein Gott, ich raste aus. Wir haben so viel Spaß, wenn wir Alkohol trinken. Dabei kann man auch noch viel das Studio machen und dann okay, hör mal auf, okay? Hör mal auf, ich kann nicht mehr. So gutes, so gutes, so gutes Level. Ich liebe es Level einfach nur, ey. Ich liebe es. Es macht so Spaß, Mann. Ich habe das immer so geil gespielt, Level. Ich weiß noch. Ich habe so geil gespielt, Level. Also echt jetzt. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Let's go, genau. Okay, schaffen wir es, Baby, genau. Ich liebe die Mucke. Die Mucke ist so gut, ey. Die Mucke ist so geil. Oh mein Gott, ich raste aus, ey. Ich kann nicht mehr. Ist so gut, Mucke, ey. Alter. Es wird immer schmaler, ey. Ich hab Platzangst. Ist wirklich, ey. So eklig. Platzangst, so eklig. Spaß, ich hab mal Platzangst. Geil, scheiße, ey. Wir haben so viel. Oh, natürlich, ey. Ich kann das nicht. Es lag am Ding nicht, es lag einfach an meinen doofen Skills. Egal, alles gut. Aber es ist trotzdem geil. Level kann ich immer und immer wieder spielen. Okay, los geht's. Die Mucke ist so richtig geil. Wir schweben bis zum geht nicht mehr nach oben die Lüfte. Mit Alkohol und Champagner-Schaum. Mit Himbeeren, Blaubeeren und weiteres Zeug zum Essen. Oh mein Gott, ich raste aus, ey. Die doofen Dummköpfe. Alter Walter. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Gott. Alter. So ein geiles Level, ne? Alter. Junge. Kann nicht mehr, ey. So ein lustiges Level, ey. Komm her, ihr Bananen. Kommt einfach alle her, ihr Bananen. Oh, krass Level einfach nur. Echt krass Level. Ah. Oh, ich liebe diesen Sound. Ich liebe dieses Level. Es ist so krass. Es macht so Spaß, ey. Es macht so Spaß. Ernsthaft. Oh mein Gott, wir haben dieses Level geschaffen jetzt. Haben wir diesen Boss erreicht, alter Verwalter? Wir haben diesen grässlichen Boss geschafft.
so reichen. Wir haben ihn noch nicht besiegt, aber wir haben ihn erreicht schon mal. Das heißt, gut dran. Also war echt ein gutes Level. Und jetzt freue ich mich drauf, dass wir diesen Boss besiegen, obwohl er sehr schwer sein soll, habe ich gehört, ja. Wir haben schon mal besiegt und ich fand ihn so schlimm. Wo ich wohl noch was dazugelernt habe. Ich weiß nicht, ob ich noch dazugelernt habe, aber wir schauen mal. Los geht's. Bin gespannt. Ich bin so groß Spaß, Leute, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Hallöle. Okay, der Bosskampf habe ich leider vorgespult, egal. Ich würde sagen, ist egal. Wir machen so nochmal, ich glaube schon. Ja, das ist echt ein gemeiner Bosskampf, aber der ist auch echt gut. Macht Spaß. Die Mucke ist auch schön schick und auch spaßig. Also, ich finde die Mucke echt gut hier, in diesen Weltlein. Also, echt jetzt. Schön schick. Und jetzt, ja, natürlich, natürlich. Wusste ich nicht. Ich hab vergessen, natürlich. Ich hab's natürlich vergessen, was auch bei Video genau. Oh mein Gott, komm her. Natürlich, ja klaro. Ah, ich bin doof, ich hab's doch gesagt, ey. Verreck einfach nur, komm. Du sollst verrecken. Yes! Echt ein geiler Kampf. Komm her. Ich krieg klein. Das sag ich dir, weil du so geil bist. Oh mein Gott. Komm her. Yes, du bist geil. Danke. Du musst die Scheiße kommen, ihr Mann. Das hab ich gehabt. Na gut. Der Kampf ist nicht so schwer, also wenn man den schafft und wenn man den gelernt hat, dann hat man den nicht so schwer in Erinnerung. Und das habe ich, glaube ich, auch heute und seit früher noch als Erkenntnis geschafft, weil früher habe ich ihn immer nicht geschafft und jetzt habe ich ihn, glaube ich, noch gut in Erinnerung. Also das war schon relativ gut, sag ich mal so. Komm her, du dumm. Ach Gott, ey, ach Gott, komm her. Naja, gut. Ich bin auch aufgeregt, aber ich mache ein bisschen italienische Flair-Sache heraus. Manchmal spreche ich so ein bisschen unerkennlich, dass man mich nicht versteht. Also, egal. Verreck, komm, verreck. Aber man muss ihn nicht verstehen. Alter, weil wir werden diesen nackten Apparat da down gemacht. Und jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt zwei Phase gebracht. Und jetzt haben wir nur noch die zu besiegen. Und jetzt auch. Schön schwierig, diese Kampfattacke hier. Sehr schön schwierig auf jeden Fall. Jetzt haben wir diesen Roboter besiegt und jetzt müssen wir noch diese Schablone bzw. diese Sache von innen noch besiegen. Das ist das Wichtigste auch eigentlich. Was noch wichtig ist für diesen Boss. Also der Boss ist echt nicht so schwer. Wenn man nicht so fällt wie ich, dann geht das alles schon. Ich glaube auch einmal schlagen auf jeden Fall mal. Ne, noch zweimal glaube ich und dann haben wir es geschafft. Oder? Einmal? Weiß nicht wie viel. Ich kann nicht sprechen gerade, ey. Nein. Ich weiß nicht wie viele. Sorry. Entweder dreimal insgesamt oder viermal insgesamt. Ich weiß nicht. Drei oder viermal. Dreimal sogar nur. Wow. Krass. In First 2. Wie gesagt, ich hab's gelernt und ich hab's noch mir ein bisschen noch abgeguckt oder ich hab's noch so ein bisschen in Blut noch so ein bisschen gehabt. Ich hatte noch ein bisschen von der Wii-Vision. Ich hatte ja früher die Wii-Vision und dann habe ich dann noch ja, ganz gut hinbekommen im Kampf hier. Also wie gesagt, hatte ich noch Blut in mein Herz. Ich hatte noch guten Blut in mein Herz um diesen Kampf herum. Also das heißt, ich hatte guten Blut noch für diesen Kampf. Das heißt, dass ich noch guten Kampf guten Kampf noch, ja, hingeschoben habe. Alter Verwalter, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, innerhalb 10 Minuten, ja, krass. Alter, jetzt kommt die schrecklichste Welt ever.
Die schrecklichste Welt ever, die finde ich so schlimm, ey. Die rast aus. 8-2, 8-1. Wie gesagt, die Welt habe ich jetzt mit Herzblut geschafft. Ja, genau. Also, wie gesagt, habe ich gut gemacht. Und hatte noch ein bisschen Gefühl noch drin. Herzblut noch. Hatte noch ein bisschen Blut im Herz drin. Ja. Von der Vision. Von der Vision. Und das war toll. Also, ich hätte halt früher die Wii-Vision, das war echt toll, ja. Das liegt nicht daran, dass ich Lack hatte, aber ich hab es noch so ein bisschen mehr geguckt. Also, wie gesagt, ich hab's vor ein paar Jahren noch im YouTuber-Channel geguckt. Da habe ich mir noch so ein bisschen mir noch mal da und da mal angeguckt, ein paar Videos, und dann habe ich halt noch mir noch mal angeguckt, aber schon lange her, alles gut. Aber ich habe das noch, wie gesagt, noch ein bisschen, wie gesagt, wegen der ganzen geilen Zockerei, die ich halt vor ein paar Jahren noch gespielt habe. Ich habe, wie gesagt, nämlich auch das Spiel früher gespielt, als ihr noch nicht mit mir zusammen wart, beziehungsweise als ich noch nicht aufgenommen habe. Genau, als ich noch nicht YouTuber war. Und die Musik ist so schrecklich, ey, ich finde die so eklig. Also echt jetzt. Diese Welt ist meine Hasswelt, glaube ich, die ist nicht so schön. Die Musik ist gruselig, ich mag sowas nicht so gerne, und dann noch sowas Gruseliges, ey, ne. Das ist ekelhaft für mich jedenfalls. Ich habe volljährigen und heerigen Respekt vor dieser Welt, die ist echt grottenschlimm. Aber ich schau mal im echten Aufnehme Let's Play jetzt mal, wie ich diese Welt finde beim Aufnehmen, weil ich hab's ja früher nicht gemacht, die war so schlimm. Also echt jetzt. Ich mochte die nicht. Die Musik war schlimm, und ja, war alles schlecht. War alles schlecht für mich, weil ich das nicht so gut hinbekommen hatte. Aber sie machten natürlich auch noch Spaß. Also das heißt nicht, dass ich sie nicht mag, weil der Spaß nicht so doll ist, aber ihr wisst schon warum. Der Spaß, der bringt mir eigentlich immer die Freude, aber die Schwierigkeit, die nervt mich schon manchmal. Und auch die Levelaufbau-Sache hier. Manchmal ist übertrieben, manchmal auch nicht, aber kann man nicht ändern manchmal. Also, alles gut. Aber das Level ist auch übertrieben, meiner Meinung nach. Siehst du? Ich brauche gar nicht erst angefangen, ey. Ich brauche gar nicht erst anfangen, weil ich das nicht gut kann, ey. Oh, ich kann nicht so gut. Naja, ist okay. Wir schauen mal, ob wir diesmal hier schwierig schaffen. Komm. Ja, wir schaffen es schon. Komm. Ja, aber was soll ich denn machen? Das ist voll schwer, oder? Du hinterhältiges Stück. Also echt, das ist sowas von gemein, ne? Aber gut. Wie soll ich mir alles vorstellen? Die Welt ist unfair. Nicht unfair, aber nur. Ich will so nicht aussprechen, weil ich das nicht so gerne mag. Ich mag es nicht so gerne. Jetzt schon schlecht zu reden über diese Welt, aber es war ja so. Die Welt ist einfach super schwer. Oh, da sind ein paar Haselshalter drin. Ja, gut. Gut. Das ist gut. Dann habe ich ja noch was gefunden. Habe ich ja wenigstens noch mal gefunden, Junge, ey. Wenigstens noch was gefunden, das ist ja gut eigentlich. Trotzdem ist es noch gemein. Aufpassen jetzt, okay. Natürlich getroffen, egal. Ah, du Scheißdinger, ey. Ah, Mann. Also echt, ey. Was haben sie sich überlegt eigentlich, ey? Oh Gott, ey, oh Gott. Würde Herz gerne bekommen, aber ich kriege Herz nachher. Ja. Leider nicht. Was soll das denn eigentlich, ey, du Kratzler, ey? Ich bin so schlecht dafür gewesen. Nein, das ist so schlimm. Oh nein, ey.
Der verarscht, ne? Die doofe Kratzler, der verarscht mich die ganze Zeit, ne? Ja. Oh Gott, ich kann nicht mehr denken gerade, ey, weil das so kompliziert ist, sorry. Oh mein Gott, ihr rastet einfach alle aus, ey. Ihr rastet einfach alle aus. Natürlich, getroffen. Das ist auch gemein hier. Natürlich. Nervt nicht, Mann. Oh Gott, es wird noch schlimmer. Oh Gott, was jetzt? Ich hab so Schiss vor der Welt. Die schießige Welt der Welt. Oh nein, das ist so eklig, ne, da hinten. Oh nein, das sieht so gruselig aus. Guck mal, da hinten der Dampf. Eklig. Boah, ich hab da so Angst, ne? Wenn ich so einen Horror, wenn ich so einen Film sehe, boah, ich kann die sehen, ey. So Dampf, wo Dampf herauskommt, so ein Qualm, das ist so schrecklich, also. Das ist für mich sowas von negativ, ne? Also ernsthaft. Das ist für mich so ein bisschen negativ, irgendwie immer. Stimmt. Ich glaube, ich habe so viele Filme geguckt, Junge, ey, die Horrorfilme, wie diesen Dampf da ähneln. Weil in vielen Horrorfilmen, ich gucke eigentlich keine Horrorfilme. Aber es gibt auch Kinderhorrorfilme da. Ach, komm. Da gibt es also Qualm und die nerven mich und die haben mich immer so irritiert und die habe ich, glaube ich, nie so gerne gemocht und deswegen habe ich die jetzt so schlecht in Erinnerung. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum ich die nicht gerne mag. Die geilen Dämpfe da hinten, die da rumblürsten, was auch immer. Aber gut. Also unheimlich, aber auch. Die sehen aber auch echt real aus, meiner Meinung nach. Die sind echt schon schick aus, aber auch nicht so schick wie im Fernsehen, aber trotzdem gut. Aber danke, weil ihr sowas toll gemacht habt. Trotzdem, ich mag sowas nicht so gerne. Alles gut. Aber das ist auch einfach, oder? Ja, ist eigentlich einfach hier. Also wenn ich das verkacke, dann krieg ich Ärger von meiner Mutter. Die aber lieb ist, die macht sowas nicht. Nee, 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 nee. Die macht sowas nicht, alles gut. Okay, das geht. Oh mein Gott, ich bin so angespannt, was jetzt hier so abgeht, ey. Also ernsthaft. Geh schon alles klar, ja, aber Mann, Mann, Mann. Was hier so alles passiert, bin ich mal gespannt. Also, wie wohl immer knapper, na ja, leider. Aber jetzt kann ich schaffen, vielleicht, wenn ich mich eben anstrenge. Sehr gut, danke, danke sehr, du Schlender, du schlimmer Spiel, du schlimmes Spiel, du schlimmer Spiel, sag ich mal so, Schlender, Schlimmi, also ich, was wollen die eigentlich gerade mir hier beanzeigen, was sollen die mir eigentlich gerade hier zeigen, ich verstehe es nicht, ich sowas von viel Trubel, ne, also ernsthaft, ne. So wie Trubel, also ernsthaft, Junge, wie kommen die darauf? Wie kommen die darauf, sowas zu machen? Also, ist zwar toll, aber ist so pissig krank und so. So Trubel, ne? Ihr wisst schon warum. So anstrengend. Aufpasst auf alles, weil da der Gegner, da sind Fackeln, da sind Flammen, da sind überall Sachen. Siehst du da schon wieder? So krank. Aber auch so anstrengend zu programmieren, bestimmt. Und so anstrengend mal meine Knöpfe zu verdienen, genau. Ja, genau. Das soll ich mal lieber sagen, als immer nur zu sagen, das und das und das und das. Das ist, glaube ich, nicht so toll, wenn ich immer das sage und das sage. Aber gut. So. Jetzt versuche ich nur mal mein Bestes rauszugeben. Ich will euch auch mit einem freundlichen Auge Tschüss sagen und nicht so einem lächerlichen Auge zu sagen. Das will ich auch nicht. Aber ich bin gerade auf dem Weg zum schlechten Auge, deswegen muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht mehr so viel Fehler mache, sonst gibt es noch Ärger. Oh Gott, Klappe, Klappe Sache, Klappe Sache, Kneipe Sache, oh mein Gott, also echt voll gemeint Level, komm her, oh Gott, ey. Ich bin schon am gehen, das ist nicht so gut, wenn ich mich jetzt schon hier so anstrengen muss, wenn ich gehen muss, aber ja, was bleibt mir anderes übrig? Ich wollte auch Let's Play, deswegen.
Ist auch schon egal, komm, hör auf jetzt. Ich bin so doof dafür gewesen. Nein. Oh Mann, natürlich. Natürlich. So weiter geht's, let's go, genau. Mit dem Part hier, der aktuell gerade ist. Ich bin so schlecht. Nein, das ist peinlich. Das ist nicht gerade gut, was ich gerade mache hier, aber. Ja. So geht es mir gerade eigentlich immer. Ja, klar. Boah, hau ab, du doofer. Komischer Mann da, ey. Oh Mann. So. Die Kong haben wir auch schon mal, das ist gut. Aber die Mundi, die machen mich so traurig, ne? Ich weiß schon warum. Ich mag die nicht. So schrecklich, ey. Bäh. Aber ich konzentriere mich eigentlich besser auf diese Sache hier. Ich kann mich gar nicht irgendwie konzentrieren auf diese Musik, weil ich gerade hier auf die ganzen Sachen aufpasse, die gerade hier beim Ingame-Spiel passieren, ey. Natürlich. Junge. Ich wollte mich ja verarschen, aber, ey. Das ist doch echt nicht mehr als toppen, oder? Ich wollte gerade das unfassbar ekelhaft. Ich hab das jetzt gerade nicht mehr im Griff, oder? Ich glaube nicht. No, wait. Natürlich, wie soll ich denn da. Naja, egal. So, komm. Na, was soll man da machen, würde ich hören, ja? So aufpassen, no wait. Ja klar, ne? Die machen so einen Bogen, das ist nicht so schwer, aber trotzdem ist schon geil, wie. Alter Verwalter, ey. Schon geil. Die Umgebung ist schon gut hier. So schon geil. Komm her. Pusten. Springen. Pusten und wir haben es geschafft, Alter. Wir haben es echt geschafft, also echt ernsthaft. Ja, geil. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt noch mit einem Level. Ich würde sagen, wir machen noch ein Level, dann haben wir auch genug gemacht für heute, oder? Das ist recht, doch, wir haben genug gemacht, deswegen. Noch ein Level, dann machen wir auch Schluss. Ich habe mir gedacht, ich mache noch ein Level, weil ich mal ein bisschen heute abraten möchte. Raketenraserei, das klingt gut. Let's go. Klingt eklig wegen diesen Raketen, also wegen dieser Raketensache, aber wir schauen mal, ob wir es schaffen. Da habe ich wenigstens was Schweres von Welt 3 schon oder von Welt 8 schon erreicht. Habe wenigstens was Schweres schon erreicht. Was ich gemacht habe schon mal. Ja, die Doku mal hier. Das würde ich ganz gerne auch schaffen heute noch. Aber das muss ich jetzt echt toppen. Also ernsthaft. Wollen mich gerade verarschen? Dieses ist nicht mehr normal, oder? Das ist krank gerade, ey. Die Welt ist so krank. Und das Puzzle dann erst, ey. Das Puzzle ist sowas von bitter. Aber das Level ist gut. Das Level ist gut, aber. Hat schon manchmal hier Nüsse, die gemein sind, aber schon geil. Komm, los geht's. Los geht's. Mhm. Oh mein Gott, ich flippe aus gerade, ey. Oh mein Gott, 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 nein. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Schade, was ist das? Natürlich. So, schaffen wir es jetzt endlich mal. Schaffen wir es jetzt endlich mal. In anderen Worten. Ich muss mal meinen Mund halten, ich kann es noch nicht schaffen.
Okay, war gut. War das gut? So. So können wir es schaffen. Ja. Bist sehr schön gemacht. Komm, let's go. Weiter geht's. Nein, shit. Ja, bist sehr schön gekommen. Also, so schwer ist die Raketensache auch nicht jetzt. Bis jetzt. Oh mein Gott. Ja, Gott, das war gemein. Derselbe war schon gut. Angenehm. Angenehm wie auch ein Strand jetzt angenehm wäre für mich. Ein schöner Strandurlaub. Ganz kurz. Ja, am Meer. So anspannend war es gerade. Los geht's. Ach, doch gemein. Die Ecke ist gemein. Die ist meiner Meinung nach gemein. Aber jetzt kommt das feurige Gemeine, was dieses Level zu bieten hat. Ich merke schon. Oh mein Gott. Aber es ist krass hier. Die ganzen Feueraal, die wollen mich gerade verarschen, oder? Ja. Richtig gehört, ich habe gerade eine Verarsche von diesen doofen Feuerrollen. Hexen. Gehört, egal. Ich habe nie gewusst, ob da rauskommt. Wie soll man darauf kommen, dass die da noch oben nochmal kommt? Natürlich. Oh, natürlich. Natürlich. Naja. Es geht schon, sag ich mal so. Boah, ich bin so doof gewesen. Naja, natürlich. Naja, wir haben mal schwierige Zeit, komm. Schilimili. Oh mein Gott, ey. Alter, Papa, da, ey. Geht da oben? Ja, ich weiß. Alter, ja. Das war gemein. Das fand ich auch gemein. Irgendwie, jetzt wird's noch schlimmer, okay? Die wollen mir gerade Angst einjagen. Naja, ich weiß. Aber wir haben es schon geschafft, so schnell. Also echt jetzt. Ernsthaft, so schnell, okay. Das war nicht so schwer, aber irgendwie geil. Doch, danke sehr. Danke sehr, ich liebe euch, danke sehr, ihr Entwickler. Ihr habt mir ein einfaches Level geschenkt in der Welt 8. Wetten, dass die anderen Level scheiße schwer werden. Wetten, dass ich schwer werden die 8 anderen Level oder die 9 Level noch. Ne, da sind noch 5 Level. So wenige noch, okay, guck mal. Nicht mehr so viele Level. Gut. Da bin ich mal gespannt, wie ich es machen werde. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Peace out und dieser Level und das andere Level war echt bombastisch. Ich liebe euch.